Herzogin Kate liegt in London in den Wehen. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung hier auf OE24TV. Und unsere Society-Expertin Nora Kahn ist jetzt bei uns im Studio. Guten Morgen! Auch höchst erfreut über diese schönen Nachrichten. Selbstverständlich, heute. Da ging die Maske ratzfatz. Wenn Kate in den Wehen liegt, muss es alles ganz schnell gehen. Tolle Nachrichten, Montagmorgen, da kann das alles ganz gut starten. Wir freuen uns natürlich, dass es jetzt kommt. Und zwar gibt es hier zwei Gründe. Erstens wegen der Hochzeit und zweitens steht ja in ein paar Tagen auch schon der Hochzeitstag von Prinz William und Kate an. Und das Baby ist jetzt nochmal so die Krönung und das ist total schön. Jetzt haben wir vorhin schon spekuliert über die Namen. Ich habe schon verkündet, es wird ein Mädchen und wir wissen, dass es ein Mädchen wird. Man weiß es noch nicht ganz genau. Ich habe auch schon mich gefragt, ob deine letzten Besuche in London irgendwie es damit zu tun hatten, dass du mehr weißt als wir. Ich war zu überschwänglich offenbar. Ja, sie hat in der letzten Zeit auch sehr viel rosa getragen, deswegen waren deine Spekulationen wahrscheinlich zu Recht. Jetzt schauen wir noch ganz kurz mal auf die Namen. Es werden Namen wie Alice, Arthur, Victoria, Albert, Elizabeth und James genannt. Also Mädchen und auch Jungen an Namen, also wirklich Außergewöhnliches ist da jetzt nicht zu finden dabei. Richtig, außergewöhnlich, genau, eher traditionell, Albert, James, Victoria, das sind alles so eine Alice. Alice war auch ganz oben bei den Buchmachern mit dabei, also wir dürfen gespannt sein, aber meine Kollegin Sabrina Blagojevic hat es ja eben schon gesagt, es wird mit Sicherheit nichts ganz so Außergewöhnliches und wenn außergewöhnlich, dann eher an Stelle 4 und 5. Jetzt ist also Herzogin Kate im Krankenhaus. Wir wissen, die Schwangerschaft, da tut sie sich doch immer schwer, da leidet sie. Aber jetzt, die Geburt, die geht immer ratzfatz. Stimmt, bei der Geburt will sie immer ganz schnell wieder aus dem Spital raus. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, sie hat auch die besten Ärzte als Frau eines angehenden Königs. Von daher ist es ganz wichtig für sie, immer wirklich ganz wenig Zeit in der Klinik zu verbringen. Sie bekommt das Kind. Es war ja auch Ende letzten Jahres waren die Spekulationen, sie würde sogar eine Hausgeburt bevorzugen. Aber wir sehen, es ist nicht der Fall. Ja, aber letztes Jahr war es ja noch so, beziehungsweise nach dem ersten Kind, bei der zweiten Schwangerschaft, wollte sie ihren Sohn nicht allzu lange alleine lassen. Jetzt denke ich mir, sie hat zwei Kinder daheim. Sie weiß mittlerweile, beim dritten Kind ist es alles ein bisschen routinierter. Und du hast es schon angesprochen, ihre Schwangerschaften verlaufen nicht immer ganz so glimpflich. Wir erinnern uns jetzt sehr gelitten unter der Schwangerschaftsübelkeit im ersten Trimester. Und von daher hat sie ja noch nicht einmal den ersten Schultag ihres Sohnes mitbekommen. Und das ist immer noch ein Stich in ihrem Herzen, den sie nicht ganz so verkraftet. Okay, aber jetzt wissen wir, sie ist im Krankenhaus, wird auch bestens jetzt behandelt und wir haben auch schon mit Sabrina darüber gesprochen. Der Medienanlauf, der ist jetzt der gigantisch. Wahnsinn. Es ging wirklich ratzfatz. Wir haben die Push-Nachricht bekommen und so schnell konnten wir gar nicht schauen, wie wir dann auch schon gesehen haben, vor dem Spital, die ganzen Ü-Wagen etc. Also das geht ratzfatz. Naja, es ist, man darf es nicht vergessen, es ist immer noch ein royales Happening-Event, wollte ich schon sagen, aber es gehört zur Thronfolge und da ist es gerade in England ganz wichtig, darüber zu berichten. Und es ist auch so schön, die Queen hatte am Samstag Geburtstag, jetzt kommt das Ur-Ur-Urenkel, man weiß es gar nicht mehr, man zählt schon gar nicht mehr mit. Aber wirklich tolle Nachrichten aus London. Wunderbar. Gestern war noch der London-Marathon. Glück gehabt, dass die ganzen Absperrungen schon weg sind. Genau. Es sind ungefähr 3 Kilometer vom Kensington Palace nach Paddington in St. Mary's Hospital. Und seit Tagen kampieren da ja auch die Fans. Es ist ein Riesenhype um dieses Baby, oder? Richtig, denn der Geburtstermin ist tatsächlich heute. Also der ausgerechnete Geburtstermin ist heute. Deswegen wurde jetzt auch schon hinter den Kulissen spekuliert, ob sie nicht vielleicht auch genau heute einen Kaiserschnitt durchführen lässt, weil sie termingerecht. Aber das glaube ich bei Kate nicht. Also ich meine, bei den Royals ist das anders. Sie hat keinen Grund jetzt zu sagen, genau an dem Tag muss ich mein Kind auf die Welt holen. Sie sind keine Beckhams oder sonstige Stars, die dann wirklich sagen, ach, das Datum gefällt mir, weil da haben wir uns verliebt und da möchte ich mein Kind auf die Welt holen. Nein, sie hat bis dato gibt es keine Anzeichen für einen Kaiserschnitt. Ich glaube, auch Kate ist als Mutter eher darauf bedacht, zu sagen, wenn, dann nur im absoluten Notfall. Und du hast es gerade angesprochen, genau, diese 3 Kilometer Distanz vom Kensington Palace nach Paddington waren ja auch ursprünglich der Grund, warum es hieß, eine Hausgeburt im Falle des Falles ist die Distanz nicht allzu groß, um dann noch ins Spital fahren zu können. Und wir wissen auch, Prinz William ist jetzt auch im Krankenhaus, also er unterstützt sie, wo er kann. Immer. Ich habe jetzt am Wochenende noch dieses süße Bild gesehen, den kleinen George im Bademantel, als die Obamas da waren. Es ist wirklich eine ganz tolle Familie. Ja, er unterstützt seine Frau bei allem, wo es nur geht. Und Sabrina hat es eben schon angedeutet,
Kate hat sich so lange so toll und wacker geschlagen und Sport gemacht. Und ich erinnere mich auch, vor 2 Wochen, glaube ich, war es noch, da hat sie eingekauft. Da war sie wirklich noch in einem Supermarkt shoppen und hat noch ihre Einkäufe ins Auto gegeben. Zwar war natürlich ein Bodyguard dabei, aber die sind so bodenständig toll. Und auch diese Baby-Offensive, die es da gibt bei den Royals, ja auch die Schwester von Kate ist schwanger, wie wir es genau, ja gestern wissen. Genau, jetzt ein Marathon. Man kann fast sagen, eine richtige Charm- und Baby-Offensive, die da gerade läuft. Das Königshaus in Mitte der 90er Jahre noch eher umstritten gewesen, vor allem nach dem Tod von Diana, jetzt wieder absolut einzementiert in ihren Grundfesten, kann Richtig. Man sagen, oder? Du sagst es, also es hat ja schon vorher kurz angefangen, vor dem Tod, also es fing dann an mit den Schwangerschaften, Andrew von Fergie, Charles und Diana, und da hat man dann eigentlich wirklich gedacht, die Monarchie bricht auseinander, weil eine Scheidung im königlichen royalen Haus war, also nicht, da war nicht dran zu denken. Deswegen, dann kam der Tod von Diana, dann hat sich auch die Queen tagelang nicht gezeigt, bis sie dann Flagge gezeigt hat, und dann sind ihr die Sympathien eigentlich wieder quasi zugeflogen. Man muss aber auch sagen, nicht zuletzt ist es der Verdienst von William und Harry, weil die haben jetzt wieder durch ihre offene Art das Ganze so etwas transparenter gemacht. Die Monarchie in London galt sehr lange als eingestaubt. Die Queen sagt, was getan werden muss, und das war's. Sie unnahbar. Prinz Charles war eh immer, darf man vielleicht nicht wirklich so sagen, aber die Marionette wartet ewig auf den Thron. Mittlerweile ist er, glaube ich, 67 und ist immer noch kein König. Deswegen war man immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber nachdem auch für ihn dann der Weg frei war, seine Camilla zu heiraten, die Jungs sind größer geworden, die sind offensiver mit der ganzen Sache umgegangen, Harry mit seinen Skandalen. Ja, es sind Skandale gewesen, aber all das hat das Königshaus sympathischer gemacht, weil man einfach merkt, die sind total menschlich. Auch die sind vor Fehltritten nicht gefeit. Uns jetzt nochmal die Twitter-Meldung ansehen vom Kensington Palace. Sie haben es jetzt eben schon offiziell bestätigt. Hier schreiben sie, die Herzogin von Cambridge ist in St. Mary's Spital Paddington, London, eingeliefert worden in den Morgenstunden in dem frühen Stadium ihrer Geburt. Die Herzogin, die ist mit dem Auto vom Kensington Palast in den Westflügel des St. Mary's Spitals mit eben Prinz William eingeliefert worden. Sie vermutlich nicht am Steuer. Vermutlich nicht, aber auf jeden Fall, es ging rasch und man weiß, es gab Absperrungen, da wurde wirklich schon alles darauf vorbereitet, dass sie schnellstmöglich ins Spital kann. Genau, also wie gesagt, heute der offizielle Geburtstermin, aber welches Kind hält sich denn tatsächlich an einen Geburtstermin? Deswegen ist es wirklich umso überraschender, dass sie auch heute hinfährt, und wir gehen davon aus, dass es keine Kontrolle ist, sondern dass auch wirklich im Laufe des Tages das Baby kommen wird, und wir sind wirklich gespannt, ob Bub oder Mädel. Ja, ich habe ja gesagt Mädel, jetzt muss es auch ein Mädel werden. Auf jeden Fall, also Marcel Schachinger hat gesagt, es muss ein Mädel werden. Bitte aber, kümmert ihr euch drum. Aber englische Pünktlichkeit. 23. Geburtstermin, es kommt pünktlich, also heute Nachmittag spätestens wird es wahrscheinlich soweit sein. Genau, und es stiehlt niemandem die Show. Wie gesagt, die Queen hatte am Samstag ihren Ehrentag. Der Hochzeitstag ist in ein paar Tagen. Die Hochzeit von William, beziehungsweise von Harry und Meghan ist am 19. Das Baby hat jetzt erstmal noch ein bisschen einen kleinen Spielraum. Also man kann wirklich sagen, die letzte Woche und diese Woche geprägt von positiven Meldungen aus dem Kensington Palace. Zuerst die Hochzeit, die Geburtstagsfeier, 92. Geburtstag der Queen. Jetzt eben gestern, Pippa Middleton ist schwanger und heute Kate bekommt ihr Baby. Genau, und auch die Queen, da muss man auch ganz kurz sagen, die hat es ja auch, also dieses verstaubte Image von früher, ich meine, die hat es ordentlich krachen lassen mit Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David auf der Bühne. Das musst du mit 92 auch erstmal schaffen. Also das ist schon toll. Aber wie gesagt, ich glaube, das Ganze, der Tod von Diana hat eine große Rolle gespielt, einfach um umzudenken. Mhm. Die Monarchie, wie du es gesagt hast, geriet wirklich ins Wanken, weil man sich einfach gefragt hat, wir zahlen da Steuern und der Steuerzahler trägt die Queen mit und man weiß gar nichts Genaues darüber. Es passiert alles irgendwie wie eine Festung hinter diesen vier Wänden. Und deswegen ist es wirklich schön, jetzt auch die Twitter-Meldung, also die Menschen werden daran, oder es wird daran gearbeitet, dass jeder weiß, wie ist es. Transparenz ist das richtige Wort. So, wir freuen uns aufgeregt auf den Nachwuchs aus London. Auf jeden Fall unsere Reporterin Juliane Nitschke, die sitzt in wenigen Minuten schon im Flieger nach London und wird sich so bald wie möglich aus der britischen Hauptstadt natürlich auch melden. Wir bleiben dran an den Baby News und gehen jetzt in eine kurze Pause, sind gleich zurück mit der Live-Show. Bleiben Sie dran.